Thorsten Fröhling ist derzeit nicht nur Trainer, sondern auch Euphoriebremser. Die Begeisterung rund um seine Truppe ist riesig. In Anführungszeichen Schuld daran ist die glänzende Bilanz seiner Löwen. 8 Spiele ohne Niederlage in Folge, davon 6-mal gewonnen. Die letzte Pleite war im August das Derby gegen die Bayern. Die Folge: Tabellenführung. Aber die war gegen den FC Augsburg in Schwarz und Grau ernsthaft in Gefahr. Nicht wegen dieses Freistoßes, sondern wegen des Pfiffs. 11 Meter für Augsburg und zwar zu Recht. Wiesböck dreht sich da weg, reißt den Arm nach oben und genau da landet auch die Kugel. Ärgerlich aus Sicht der Löwen, aber richtig entschieden. Obendrauf der gelbe Karton, weil ein Torschuss geblockt wurde. Das Duell Erik Tommy gegen Fitus Eicher und der Held, der war gar nicht so schlecht geschossen, aber eben auf einer Höhe, die jeder Torwart mag, auch der Löwenkeeper. Und deswegen blieb es nach gut 20 Minuten beim 0:0. Den Schreck hatten die Löwen also gut überstanden, aber die Freude währte nicht lange, denn es war der FCA, der das Spiel machte und hier zu Recht in Führung geht. Eine sehenswerte Direktabnahme von Biancardi. 1:0 für die Gäste. Erster Saisontreffer für den Kongolesen, dessen Formkurve ja schon gegen Schweinfurt nach oben gegangen war. Mit dem Spielstand ging es dann auch in die Pause. Anspannung bei beiden Trainern. Es war ein enges Spiel bis dahin. Eine Stunde gespielt, immer noch harter Kampf und dann diese Szene. Taffertshofer kassiert hier die gelbe Karte und verdrückt sich dann ganz schnell. Er selbst weiß warum, aber der Schiedsrichter scheint es noch nicht zu wissen. Taffertshofer war nämlich schon gelb belastet und zwar das seit der 19. Minute. Referee Roman Potemkin notiert und sieht das jetzt auch. Daher gelb-rot für Taffertshofer. Die Löwen also nur noch zu 10. Aber das störte den TSV erstmal nicht. Lange war von der Unterzahl nämlich nichts zu spüren. Mulic tankt sich da durch, jedoch kann die FCA-Defensive klären. Andere Seite, Freistoß Augsburg, ein Fall für Erik Tommy. Bumm, 2:0, was für ein Tor. Aber eigentlich keine Überraschung. Dieser Erik Tommy hat nun mal eine gute Schusstechnik. Und vor über einem Jahr hat er gegen die Löwen ja schon mal spektakulär getroffen. Giesings Höhenluft scheint dem 20-Jährigen gut zu bekommen. Der Rest ist relativ schnell erzählt. Eine Situation dürfen wir aber nicht unterschlagen. Taktisches Foul von Mike Ude im Niemandsland des Platzes. Für dieses Textilvergehen bekommt der 20-Jährige die gelbe Karte. Die zweite in diesem Spiel für ihn. Daher die Ampelkarte, ab zum Duschen. Am Sieg der Augsburger änderte das aber nichts mehr. Sie gewinnen verdient mit 2:0 bei den Löwen, deren Trainer nun nicht mehr auf die Euphoriebremse treten muss. Die Serie ist nämlich gerissen. Wir haben die Punkte, die wir jetzt haben, das haben wir immer gesagt. Und wir werden natürlich immer, klar, auch von der Euphorie oder auch von außen so ein bisschen, auch durch BVTV ein bisschen hochgelobt. Wir sind davon ausgegangen, dass wir in der Rückrunde stärker wären. Jetzt ist uns viel gelungen, aber man sieht, dass man das nicht immer kompensieren kann. Gut, okay, Herr Fröhling, diesmal loben wir Ihr Team also nicht. Der FCA war an diesem Tag einfach besser. Wenn es aber wieder was zu loben gibt, dann müssen Sie uns eben bremsen.